Boah, ist die Sonne hell, meine. Jo Leute, was geht ab? Ich bin's wieder, euer Leo, und ich darf euch wieder herzlich begrüßen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, Freunde, heute gibt es ein Fußballvideo. Ich gebe euch ein paar Tipps, die ihr allgemein nehmen könnt, um ein Training zu haben ohne jegliche Gegenstände. Sprich, ihr habt nur einen Ball und euren eigenen Körper. Ich schlag nicht so viel rum, abonniert gerne den Kanal, wenn euch das gefällt, lasst ein Like da und schreibt in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt. Also, let's go! Okay, die erste Übung ist zwei Innenkontakte, zwei Außenkontakte. Ganz einfache Übung, jeder kennt sie. Immer mit den Füßen abwechseln, denn wir sind beidfüßig. Wichtig dabei ist es, dass ihr immer wieder den Weg nach oben hebt. Es gibt nämlich einen Engkontakt und einen, der etwas weiter vom Fuß weg ist. Ihr werdet gleich sehen, was ich damit meine. Aber immer, wenn der enge Kontakt ist, nehmt ihr den Blick kurz hoch, schaut entweder hoch kurz, links, rechts, denn ihr scannt die Umgebung. Das macht ein guter Fußballspieler. Er weiß, was um sich herum ist und hat alle Möglichkeiten, die passieren können, auf dem Schirm. Also Freunde, ich zeige euch die Übung. So, das war die erste Übung. Es geht echt um die Beidfüßigkeit, deshalb gleich die nächste Beidfußübung hinterher. Dabei brauchen wir diesmal beide Sohlen. Wir haben schnelle drei Kontakte, dann Sohlenwechsel. Ihr werdet sehen, was ich meine. Also nicht lange schnacken. Langsam merken wir, dass der Puls hochgeht. Bisschen angewärmt ist man jetzt, wenn ihr das Ganze oft genug wiederholt. Ihr bestimmt selber, wie oft ihr das macht, wie viel Variation, ob ihr das 3 Durchgänge macht, ob ihr das 10 Durchgänge macht, das ist völlig egal. Ihr bestimmt selbst, wann genug ist. So, die nächste Übung sind zwei Kontakte Übersteiger. Zwei Kontakte Übersteiger, auch wieder links, rechts, immer abwechseln. Dabei ist es wichtig, dass ihr von Mal zu Mal immer schnellere Bewegungen macht für die maximale Effektivität. Denn ihr wisst, je schneller die Bewegung ist, desto unvorhersehbarer ist das Ganze. Also Freunde, ich sag's jedes Mal, let's go. Jetzt sind wir endgültig aufgewärmt. Oder falls ihr es noch nicht seid, dann macht noch mal ein, zwei extra Übungen. Allerdings solltet ihr jetzt leicht angeschwitzt sein. Und schon können wir rüber zu einer Sprintübung. Diese ist fußballerspezifisch. Zu Beginn joggt ihr 30 Sekunden locker. Ihr werdet es gleich sehen. Ich werde nur kurz einblenden, weil bevor ihr jetzt mir die ganze Zeit beim Sprinten zuguckt. Also 30 Sekunden locker laufen, 20 Sekunden schnelles Joggen und 10 Sekunden Vollgas Sprint. Danach stoppt ihr nicht ab, sondern geht direkt wieder in diese 30 Sekunden locker Joggphase, damit wir nicht ganz runterfahren und unser Körper sich Pause gönnt. Das Ganze dann 5 bis 6 Mal und das 2 bis 3 Durchgänge. Je nachdem, wie das für euch passt. Nachdem wir diese Sprintvariation vollzogen haben, gehen wir über in eine kleine Ruhephase. Heißt nicht, wir setzen uns auf die Bank und machen Pause. Ihr könnt natürlich zwischendurch was trinken, am besten Wasser ohne Sprudel. Und dann geht ihr über zur nächsten Übung, das ist Hochhalten. Und das werdet ihr tun mit verschiedenen Variationen. Ihr könnt zum Beispiel machen 10-mal rechts, 10-mal links. Hochhalten, die Pyramide. Fuß, dann Oberschenkel, Schulter, Kopf und das Ganze wieder zurück. Ihr könnt den Ball mit der Hinseite hochspielen, wieder auffangen und irgendwie weiter jonglieren. Ich werde euch ein paar Sachen zeigen. Was ihr dann macht, ist euch selbst überlassen. Das ist ein kleiner Cooldown und gleichzeitig üben wir unsere Technik. So, jetzt können wir auch schon übergehen zum Schusstraining. Eigentlich ist jetzt noch so eine kleine Übung geplant, und zwar die Ballkontrolle. In diesem Fall ist es blöd, weil ich hier keine Steinwand habe. In dem Fall würdet ihr einfach irgendwie vor euch Schuhe legen, an den Schuhen vorbeipassen, der Ball kommt zurück zu euch, ihr zieht den Ball rüber und spielt mit dem anderen Fuß gegen die Wand. Ihr kennt das Ganze aus dem Training sowieso. Das wäre jetzt noch eine Übung. Falls ihr einen Partner habt, könnt ihr die mit dem machen. Ansonsten fällt das jetzt halt weg. Als nächstes kommt das Schießen. Ist auch für jeden relevant. Erstmal aus ruhender Position. Dort schießen wir mal mit dem Spann, mit der Innenseite, wie auch immer. Flatterball, Curve, um am Ende des Tages zu finden, welche Schussart uns am besten liegt. Danach werden wir das Ganze aus der spielerischen Position machen. Ich werde andribbeln und dann halt die Art, wie ich am besten schießen kann, machen, die ich eben probiert habe zu üben. Und am Ende des Tages haben wir dann ein finales Produkt. Und practice makes perfect. Guck mal, sowas ist scheiße. Der war perfekt. Schlechte, ey, mit dem Ball kann ich gar nicht schießen.
Ja, Freunde, ich hoffe, ihr konntet etwas aus dem Video mitnehmen und euch selbstständig zur Maschine machen. Wenn ihr mehr solcher Videos wollt, dann lasst auf jeden Fall ein Like da und schreibt mir einen Kommentar. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr mir auch gerne bei Instagram schreiben. Dort heiße ich hahalewe. Und Freunde, das ist es dann auch schon wieder mit dem Video gewesen. Abonnieren nicht vergessen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Lewe ist am Start.